herzliches Willkommen von der PCIM in Nürnberg, der international führenden Fachmesse für Leistungselektronik, intelligente Antriebstechnik, erneuerbare Energien und Energiemanagement. Ja, ich freue mich sehr, Sie hier auf unserem Stand von Würth Elektronik Eisos begrüßen zu dürfen. Wir präsentieren hier an 4 Themeninseln unsere Produkte wie Wireless Power, Power Management Solutions, LEDs und die Elektromechanik. Ja, dann gehe ich jetzt auch schon mal rüber zu meinem Kollegen Wladimir, der uns mehr zu den RedCube Terminals erklären wird. Hallo Wladimir, wir sind jetzt hier im Bereich der Elektromechanik. Hier geht es um die RedCube Terminals. RedCube Terminals, das sind Hochstromanschlüsse auf der Leiterplatte. Ja, welche Bauformen gibt es denn da? Wir werden mit dem Slogan 4 Power, darunter verbergen sich 4 Designs. Das sind einmal die RedCube SMD-Bauteile, die SMD gelötet werden und aus dem Gurt bestückt werden können. Die zweite Serie sind die RedCube TKR, das sind Bauteile in der Durchstecktechnik, die ebenfalls aus dem Gurt bestückt werden können. Eine große Sparte von uns sind die RedCube PressFit, das sind Einpresskomponenten für extrem hohe Ströme und geringe Übergangswiderstände auf der Leiterplatte. Und das vierte Design sind die RedCube Plug. Die Bauteile können dann direkt gesteckt werden und müssen nicht verschraubt werden. Ja, und wo kommen die Bauteile denn dann zum Einsatz? Übliche Applikationen sind Batteriemanagementsysteme, E-Mobility, Power Supply, Robotics, sprich Applikationen, die extrem geringen Übergangswiderstand benötigen, beziehungsweise geringe Spannungen mit hohen Strömen in Kombination. Super, vielen Dank für die Information, Wladimir. Ja, ich gehe jetzt auch schon weiter zu meinem Kollegen Thomas. Bei ihm geht es dann um Hochstrominduktivitäten. Hallo Thomas, bei dir geht es jetzt um den Bereich Hochstrominduktivitäten und insbesondere um das Bauteil HCF. Welche Eigenschaften hat dieses Bauteil? Ja, HCF heißt bei uns High Current für Hochstrom und das F steht eben für Ferrit. Sind auf Ferritbasis, haben dadurch niedrige Kernverluste. Wir haben 3 Varianten der Wicklung. Einmal eben eine Flachdrahtvariante für die niedrigen Induktivitäten und besonders hohen Ströme. Für höhere Induktivitäten bis zu 680 Mikrohenry gibt es eine mit Runddraht. Da kann man eben mehr Windungen auch auf das Bauteil aufbringen. Oder für Hochfrequenzeigenschaften oder günstige Hochfrequenzeigenschaften haben wir HF-Flitze verwendet, um eben Skin- und Proximity-Effekt zu minimieren. Und wo werden die Bauteile eingesetzt? Einsetzen kann man die Bauteile überall, wo man ja, hocheffiziente DC-DC-Wandler entwickeln will, speziell bei Drosselabwärtswandlern, aber auch eben durch die hohen Induktivitäten sind sie geeignet auch für Drosselaufwärtswandler und speziell die Bauteile mit Litzendraht für Resonanzinduktivitäten oder PFC-Anwendungen. Super, vielen Dank, Thomas. Zusätzlich zur WEHCF stellen wir auf unserem Messestand von Würth Elektronik Eisos auch gekoppelte Speicherdrosseln vor. Welche sind denn das genau? Ja, wir haben zum Beispiel unsere WMCAI. Das ist eine der ersten gemoldeten, gekoppelten Induktivitäten. Ja. Okay. Und Thomas, wie sind die aufgebaut? Die sind aufgebaut durch einen Bifilar gewickelten Draht, der dann mit einem magnetischen Pulvermaterial umpresst ist. Super, vielen Dank für die interessanten Infos, Thomas. Hallo Andreas, so bei dir geht es jetzt heute um die EMV-Induktivitäten und insbesondere um die stromkompensierte Netzdrossel WECMBNC. Ja, was macht denn dieses Design von dieser Netzdrossel so besonders? Die WECMBNC ist eine VDE-zertifizierte stromkompensierte Netzdrossel und enthält einen nanokristallinen Kern. Das heißt, der Kern ist hochpermeabel. Dadurch brauche ich sehr wenig Drahtwickel, um eine hohe Induktivität zu erreichen, was in einem sehr niedrigen RDC-Gleichstromwiderstand resultiert. Also kleine Bauform und hohe Effizienz wird hier vereinigt und eine sehr breitbandige Dämpfungseigenschaft durch dieses nanokristalline Kernmaterial. Ja, und welche Anwendungsgebiete gibt es denn für diese Netzdrossel dann? Durch die breitbandige Dämpfung, was dieses Bauteil bietet im Vergleich zu anderen stromkompensierten Drosseln mit anderen Kernmaterialien, kann ich es in der Medizintechnik sehr gut einsetzen, weil ich dadurch auf Y-Kondensatoren verzichten kann, die man aufgrund des erhöhten Ableitstromes in der Medizintechnik nicht haben möchte. Wunderbar, vielen Dank Andreas für die umfangreichen Informationen. Ja, und jetzt schauen wir mal, was es auf unserem Stand noch so zu entdecken gibt.
wirklich sehr, dass Sie auch in diesem Jahr dabei waren und uns auf der PCIM in Nürnberg besucht haben. Wir konnten unsere Besucher mit wirklich vielen tollen Produkten und Services begeistern. Die ganzen Infos zu diesen Produkten finden Sie auf unserer Website oder hier in der Beschreibung von dem YouTube-Clip. Ja, verpassen Sie keine News mehr und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Zuschauen von WE Inside. Ich freue mich, Sie wieder auf der Elektronika in München im November begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine gute Zeit.